hier in der Gegend viele Felsen. Da gibt es auch so kleine Höhleneinschnitte. Da habe ich einen gesehen. Das will ich mir mal anschauen. Hoppa. Ja. Ist gut, wenn man eh die Silo mit dabei hat. Okay, jetzt ist ein Gitter her. Ah, jetzt wird steil, sehr steil. Deswegen haben die ein Gitter ran gemacht. Okay, Sache erledigt. Mehr gibt's ja nicht. Und alles ganz nass. Der ganze Fels ist nass. Rutschig, ja. Tja, geht halt nicht. Aber so ein Ding hilft manchmal schon. Weiter geht's. So, jetzt ist ein Höhlenbesuch dran. Hab wieder so eine seltsame Begegnung gehabt. An der Kasse ging meine Kreditkarte dreimal nicht im Automaten. Die haben scheinbar Schwierigkeiten mit deutschen Kreditkarten seit 2 Tagen. Ja klar, EU. Und nach dem 3. Mal haben die gesagt, jetzt kann ich gratis rein. Wieder richtig viel Geld gespart. Jetzt mache ich einen Gratis-Höhlenrundgang. Klasse. Mal schauen wir doch mal, was hier so geht. Ist an sich nicht schlecht organisiert hier in Cheddar Cove. Da kriegt jeder so ein Gerätchen mit und dann stehen da so Nummern an den einzelnen Stationen. Die drückt man dann und dann ist hier oben drin so ein ganz kleiner Lautsprecher. Hier. Dann drückt man hier die Nummer, da wo man steht, und dann hält man sich das ans Ohr und hört dann was zur Geschichte. Das ist die längste Höhle von England. Die haben die halt ein bisschen touristisch erschlossen und mal schauen, was geht. Hier haben wir Kalzitstufen. Und da oben kommt Luft rein. Geht's nicht weiter? Nö. Das Ende. Das ist auch das Gefährliche beim Höhlenforschen.
Man sieht auch hier diese mega tonnenschweren Dinger, die mit einem Mal von der Decke runterknallen können. Auch hier wieder. Eine schwere Platte, die knallt einfach nur von oben runter. Wenn man sich gerade darunter befindet, dann gute Nacht um 6. Dann war es das. Das sind alles solche gelösten Brocken, die runtergeknallt sind. Das ist wohl noch eine Stelle, die man erkunden kann, so wie es aussieht. Aber heute nicht. Auch hier wieder. Alles runtergedonnertes Gestein. Tonnenschwer. Deswegen immer einen Helm aufsetzen. Aha. Aber hier lohnt es sich sicher mal herzukommen und ein Säckchen mitzunehmen. Da liegt noch mehr Geld rum. Fass es nicht. Meine Arme sind nicht lang genug. Hier könnte ich ja rausholen. Hier komme ich hin. Oh, nee, komme ich aus das. Wehe, es holt einer meine Kohle raus, sagt der Höhleneigentümer. Also ganz klare Sache zu einem Garmin gegenüber dem Kompass. Das Garmin-Gerät in der Höhle hat keine Chance. Dagegen der Kompass, der zeigt mir ganz genau, was Sache ist. Der gibt mir immer an, in welche Richtung ich mich bewegen muss. Das ist natürlich höhlenabhängig oder höhlenverlaufabhängig. Ich kann nicht einfach durchs Gestein durchlaufen. Aber ich habe wichtige Informationen, in welche grobe Richtung das es geht. Mit dem Navigationsgerät bin ich verloren in der Höhle. Kann natürlich gar nicht mehr, weil ist logisch, weil es empfängt ja keine Satelliten. Im Kompass kann ich auch Pech haben, wenn das ein sehr quarzhaltiges Gestein ist. Dann wird die Kompassnadel auch abgelenkt, dann passt es nicht mehr. Aber solange das solcher Limestone ist, wie hier in England überall, funktioniert der hundertprozentig gut. Okay. Aber naja gut, wie oft halten wir uns in Höhlen auf? Und weiter geht's. Alles feucht und nass hier, man muss aufpassen, dass man nicht rutscht. Und schaut euch mal diese tollen Kameraden an. Alles Stalagmiten und ein paar Stalaktiten von der Decke oben runter. Ist ja toll. Die brauchen sehr, sehr lange, bis sie gewachsen sind. Sehr, sehr lange. So, kaum bin ich draußen, geht der Garmin wieder. Na komm.
Er zeigt da wieder an, was ich alles brauche. Ja. Komm schon. Jo, ist wieder da. So, was ich jetzt noch brauche, sind ein paar trockene Gräser. Na, das ist nicht so sehr gut. Weil für meine selbstgemachte Challenge oder selbst entschiedene Challenge brauche ich trockene Gräser für mein Feuer. Muss ich mal schauen, wo ich es herbekomme. Da laufe ich halt ein Stück. Ist gar nicht so einfach, hier an trockenes Zeug ranzukommen, weil in den Ortschaften um die, um die Häuser rum, um die Grundstücke rum, da ist immer alles sehr, sehr gepflegt. Ja, das sieht nach trockenem Gras aus. Gut. Da muss ich einbrechen, weil hier ist eine Mauer. Jetzt breche ich ein. Grundstücksfriedensbruch. Irgend sowas, keine Ahnung. Ich gehe jetzt da mal rein und hol mir ein bisschen trockenes Gras. Oh Scheiße, das Weizen. Ne, das will ich nicht. Aber hier ist Gras. Dann nehmen wir was mit. Also das ist leider ein Weizenfeld. Alles komplett Weizen. Und ich habe nur ein bisschen was für mich verwenden können. Da ist so eine Art Hafer. Keine Ahnung, was es ist, aber relativ trocken, bisschen Gras, nicht sehr viel Gras. Ich werde noch ein bisschen weiter suchen müssen. Weizen taugt nicht so sehr, zu viel Korn dran. Weil meine Regel ist, 2 Handvoll von dem, was du brauchst, und verwende dann zum Feuer machen 1 Handvoll. Hast immer noch einen in Reserve. Guter Trick. So, ich glaube, jetzt habe ich genug. Das reicht. Für 2 Startversuche, wenn der erste nicht funktioniert, habe ich noch Material. Ist immer ganz gut. Das packe ich mir jetzt ein bisschen zusammen, roll es etwas zusammen. Und packe das in meine Tasche. Weil bis vor kurzem hat es noch in Strömen geregnet. Und es soll erstmal noch ein bisschen trocknen. Ist zwar schon vom Wind jetzt recht gut abgetrocknet, aber hier bei mir am Körper kann es noch besser durchtrocknen. Und dann kann ich auch ein gutes Feuer machen. So, jetzt habe ich hier an der Straße lang, mein Teddy mal ein bisschen runterstreichen, mein Windschutz. Jetzt habe ich hier an der Straße lang eine ganze Tasche voll gutem, feinem Material gefunden. Hab mein System dabei. Und da steht ja auch dem Kaffeekochen nichts mehr im Weg. Ich muss nur von der Straße weg, ist mir zu laut. Ist mir deutlich zu laut. Mit den Wegen, mit den Wanderwegen hier in England sieht es nicht so sehr gut aus. Das gibt es also nicht so wirklich viele, wie jetzt zum Beispiel in Deutschland. Sind da weniger auf Wanderer eingerichtet. Ich glaube, ich muss doch mal nach Schottland oder nach Irland gehen. Aber es ist ein sehr, sehr interessantes Land, dieses England.
Diese Limestone-Gebäude sind sehr, sehr bemerkenswert. Sehr, sehr schöne Gebäude. Gefällt mir sehr gut. Naja gut, die ganze Insel ist ja aus Muschelkalk. Nur deswegen können ja solche Höhlen, solche Tropfsteinhöhlen entstehen. Anders geht es gar nicht. Im Granit. Undenkbar.